nicht ertrunken. Wiebert, Wiebert, Hof und alle Freunde dieser Stadt, die heute zum Schlappentag 2019 an diesem wunderschönen, denkwürdigen 17. Juni jetzt hier zum Festzelt, zum Festplatz einmarschieren. Und wir haben die Ehre, seine Exzellenz, seine Hoheit hier zu begrüßen. Der Markgraf von Brandenburg ist bei uns, der uns die Steuerfreiheit gewährt. Vor ihm der Schützenkönig, der Schlappenkönig 2019, Ehrengau-Schützenmeister. Dieter Gelbrich, jubelt ihm zu! Und da sind die historischen Schlappen hier, die Nachtwächter, die historischen Bürger der Stadtschütze. Wie gesagt, Friedrich der Erste, der Burggraf von Nürnberg, gibt sich heute die Ehre, es auch Graf zu Hohenzollern. Und er hat allen Freibier zugesagt. Ich bin mal gespannt, ob er das einhalten kann. Die Krebsmacher Blaskapelle, ohne die kein Schlappentag wäre. Seid willkommen hier auf Festgelände. Kurt Unverdorn, der Günter Spindler. Und die Königin, die Bierkönigin. Veronika Eschstaller ist da von Gemund am Tegernsee. Herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass sie gleich hier den ersten Schluck Schlappenbier probieren darf. Wir sind auf ihr Urteil gespannt. Und hier kommt der Oberbürgermeister, der Landrat Dr. Oliver Beer, der Bundestagsvizepräsident Peter Friedrich. So. Und hier sind sie schon. Das ist ja Thorsten Dorf, du gehörst doch zu den Stammtischlern. Toll, bitteschön, guten Morgen. Alle Ehrengäste hier, die Stadträte sind versammelt. Gäste aus Eger, Karlsbad, Marienbad. Wilde Flaggerin, bonjour, Hof bei Salzburg ist da, Berlin, Ogden sogar aus unserer Partnerstadt, Freunde und natürlich die Grauschützenämter, die Handwerker und die Blinden. Jetzt wird es ein bisschen langsamer nach vorne gehen, weil unsere Landfrauen mit wunderschönen historischen Trinkgefäßen die ersten Schlucke des göttlichen Nasses an die ganzen Ehrengäste hier verteilt werden. Sie sollen als erstes schmecken, was dieser Schlappentag in sich trägt. Die Würze dieses ganz besonderen Bieres. Dankeschön, ich habe auch ein Dankeschön. Günter Spindler und seinem Team, ohne die es kein Schlappentag gäbe. Applaus! Vielen Dank. So, wir begrüßen die Partnerstadt Karlsbad, die ist auch gekommen. Dankeschön. Wir freuen uns über alle Freunde, noch mal zahlreicher an dem Schlappentag hier erscheinen. Gott schütze, ein ehrbar Handwerk, ein wunderschönes Banner hier getragen vom Kreishandwerksmeister Christian Erbischmann. Toll. Und wir werden jetzt gleich die nächsten Runde, die schon da oben ganz durstig warten, hier begrüßen. Die Abordnung der Bundeswehr, der Standort Hof, der Standort ältestes Mitarbeiter und der Oberst Thorsten Gräfe. Sag schon mal, ich stehe vor. Magst du es mir kurz? Achtung, Achtung! Sofort entschlossen wir für den ehemaligen Peter. So, bitteschön, weiter geht's. Freut euch, zieht ein auf das Festgelände und denkt daran, was schlafen wir. Das genießt man hier und nur in Maßen, bitte, ja? Damit es nicht zu Spaß und damit wir euch heute Abend wiedersehen und morgen, das wäre richtig schön. Bitte schön, der 17. Juni 2019. Und hier in die Segel. Ich stream zwar live, aber das kriegen wir noch hin. Aus Böhmen eine Abordnung, danke schön. Wir freuen uns über die Bürger. Ganz genau. Steht ja auch auf den T-Shirts. Dankeschön. Komm mal rauf. Und bringt mir persönlich einen Schluck des Kühlnasses. Geht mal näher an den Bürgermeister, der passt mit. Fieber, den schaffen wir. Gut, bitteschön. So, dankeschön. Da freuen wir uns schon, da kommt schon die Abordnung der Bundeswehr. Die stehen schon wieder bei Fuß. Immer zum Schutze und zum Trutze. Nicht nur der Stadt Hof, sondern auch des Landes Bayern und der Bundesrepublik. Und da ist der Bär, das sind die Freunde Neuköllns.
Horst Richard Doyle, das ist unser Leierkastmann. Gestern hat er auch am Schießen teilgenommen. Nicht ganz in die 10, aber das wird schon das nächste Mal besser gehen. Also die Freunde Neuköllns sind wieder da und die sind dieser Stadt so treu wie der Berliner Bär. Ein bisschen abgenommen hat er, aber gleich gibt er ein Schlappenbier. Da wird es ihm wieder besser gehen. Jetzt dürfen wir auch die anderen Gruppen sehen. So. Die Bundeswehr wartet ganz brav, bevor es dann wahrscheinlich im Gleichschrittmarsch hier auf das Festgelände geht. Ein toller Tag für alle, die hier mitgewirkt haben. Ein großes Dankeschön. Die privilegierten Scheibenschützen-Gesellschaft, die das alles organisiert haben, die werden wir ganz am Ende des Zuges begrüßen. Jetzt kommen sie hier. Oberst Thorsten Gräfe, der Standortälteste, und seine Mannen, die Abordnung der Bundeswehr, der Standort hoch. Und gleich dahinter, wer sollte es anders sein, die Glücksbringer. Das Bezirksschützenmeisteramt ist auch da. Herzlich willkommen. Auch ihr seid hier auf dem Schlappentag, ihr in Liste. Und jetzt kommen sie, berührt sie, damit sie euch Glück bringen. Es sind die Kaminkehrer. Eine der ältesten Zünfte des Handwerks ist hier eingetreten. Und zwar mit einer sehr großen, starken Truppe wie jedes Jahr. Und da scheint die Sonne auf den schwarzen Zylinder. Da wächst der Durst nicht minder. Sogar junge Frauen sind dabei. Schau. Die helfen auch, die Kamine zu kehren, ja? Oben aufs Dach zu klettern, bei euch, bei uns, bei ihnen, damit immer wieder der Rauch gut abzieht. Herzlich willkommen. So ein bisschen zügiger da vorne bei den Landfrauen, ganz kurz nippen. Das Bier wird ja sonst warm und schade, wir müssen ja auch aufs Festgelände. Wir haben noch viel vor heute an diesem wunderschönen Schlappentag. Es gibt keinen Regen. Die Regenwahrscheinlichkeit ist bei 1%. Das könnte nur ein Gewitter und Schlappenbier sein. Hallo, guten Morgen. So, jetzt haben wir die Azubis der Stadthof Auszubildende, die auch eines Tages ins goldene, ins ehrbare Handwerk gehen. Toll, dass ihr da seid. Schaut mal, was die alles dabei haben. Schraubenschlüssel da, so ein bisschen Gießkanne. Ja, Gärtner, da wird ein Gärtner der junge Mann. Da hat er einen Spaten in der Hand. Das sind Automechaniker, Straßenreinigung, die ganze Stadtgärtnerei. Da versteckt sich wahrscheinlich auch noch irgendeiner in den Blumen. Ein Schmetterling. Schützt die Bienen und schützt die Stadtgärtnerei. Auch die sind heute natürlich da. Fleißig mit einem wunderschön geschmückten kleinen E-Mobil. Ja? Man hört es gar nicht. Das ist bestimmt ein Elektromobil. Ja? Ist es so? Ja? Jetzt geht es den Berg runter und dann wieder hoch. Und wir freuen uns über die Aschervogelschützen mit dem König Bernd Reitel und der Jungkönigin Nele Reitel und dem Vorsitzenden, der Vorsitzenden Sandra Fahrt. Herzlich willkommen hier. Das sind unsere Schützengilden, die jetzt hier auftauchen, der Schützenverein Jägersruh. Und die sind natürlich jedes Jahr traditionell hier dabei mit dem Vorstand Alexander Weiß. Und der Königin der amtierenden Sonja Baderschneider, herzlich willkommen auf dem Schlappentag 2019. Und wir sind nicht in Köln, aber es sieht ganz jeck aus. Ein Clown ist mit hier unter dem Volk. Wir freuen uns über die Brauer mit der bayerischen Bierkönigin, die haben wir ja schon begrüßt. Die ist da vorne und gibt jetzt mit das Schlappenbier aus, die Veronika Edstaller aus Bund am Tegernsee. Und die Büttner sind das, ganz genau, die Büttner. Ganz wichtig beim Bierbrauen, auf jeden Fall, ohne die geht ja gar nichts. Aus Kulmbach kommen sie und freuen sich hier alle am Schlappentag mit teilzunehmen. Manche sind schon halb verdurstet, wie man sieht, und da trägt sie die Zitrone von Dieter. Ja? Das ist Dieters Holde wahrscheinlich, also wie kann das anders sein? Denn Dieter hat sehr gut gemacht, herzlich willkommen. Der SV Krötenbruck natürlich ist das. Der Vorstand ist auch gleichzeitig unser Schlappenkönig 2019, Volker Gelbrich, und der König Werner Baum. Bitteschön, seid willkommen. Volker Gelbrich steht da. Dieter, Mensch. Volker, ja, also, jetzt haben wir sie wieder zusammenbekommen. Die Gelbrich-Sitzschaft, die wird hier eine große Geschichte schreiben, hat sie ja schon. Denn
der Dieter hier übrigens zum zweiten Mal schon schlagen können. Ja? Vor 21 Jahren hat er es schon mal geschafft, die 10 so gut zu zertrümmern, dass es zu einem Schlappenkönig-Schuss gereicht hat. Jetzt kommt hier der Marineverein mit Mirko Schläger als Vorstand und Roland Reitl und natürlich ganz besonderen Gruß an das Patenboot Alster. Peter Säumel und seine Mannen sind hier. Ahoi! Land auf, Schiff unter, jetzt geht's richtig los auf dem Schlappentag 2019. Die Schützengemeinschaft Billenreuth und die Gäste aus Pegnitz, die kommen jetzt. Wir haben ja schon den Bürgermeister begrüßt, Herr Dümmler, und alle sind da, das ist toll. Und der Vorstand Bernhard Kuhlmann. Pegnitz feierte einen eigenen Schlappentag und jetzt kriege ich endlich mal hier, das schaut das an, so schöne Krüge wird es hier gleich geben, geschmückt von Günter Spindler und kurz und verdorben. Und die Reservistenkameradschaft, die trinkt jetzt gerade und zieht dann auch aufs Festgelände natürlich und das ist toll. Jetzt sind wir schon bei denen, die wir schon lange und immer wieder freundlich waren. Hallo, das ist Pegnitz noch, oder? Ja, natürlich. Pegnitz mit einer besonders großen Abordnung. Wir machen einen Gegenbesuch. Hof in Pegnitz. Beim, wie heißt das, Karl Schlappenhansel oder so, ja? Ja, Schlappenwirt. Beim Schlappenwirt gibt es auch das Schlappenbier demnächst. Also die Pegnitzer sind treu. Da ist die Partnerstadt von Hof. Eine der vielen Partnerstädte. Hepp Eger. Herzlich willkommen hier und die schönste aller Truppen aus Eger, das sind die Majorettes und das Jugendblasorchester. Herr Stammkörper, schau dir das an. Das ist noch nie passiert, das erste Mal in Hof und schon fällt die Keule unter. Das liegt am tollen Schlappenbier. Majorettes, herzlich willkommen hier. Auf euch freuen wir uns immer ganz besonders. Jawohl. Das Jugendblasorchester ist schon ein bisschen älter geworden. Ja? Da gibt es schon ein paar Erwachsene unter diesen Jugendmessern. Und die Majorettes tanzen ja die schönsten Formationen. Das wird man den ganzen Stadtteil nur bewundern können auf dem Festplatz. Während hier das Jugendblasorchester aus Eger an uns vorbeizieht. Freunde, freut euch! Schützen und Schützen, jetzt kommt der BSV unter Kotzau. Hof Eck! Hier ist er schon mit seinem schönen Banner aus unter Kotzau angekommen. Ach, den Rest, weil du auch dabei bist. Frau, meinst du auch inne? Verantwortlich für das tolle Schlappbier mit seinen kleinen Döschen hier auf dem Arm. Der BSV und der Kopfsau Hofweg mit dem ersten Vorstand Michael Müller und vielen erfolgreichen Schützen. So, jetzt wieder altes Ehepaar aus Handwerk, die Dachdeckerinnung ist da. Herzlich willkommen, fleißig immer bei der Sache. Die kriegt man diesen Sommer überhaupt nicht unter Dach und Fach, weil es gibt so viele Aufträge wie nie, glaube ich. Stimmt das? Ihr wisst gar nicht, wo ihr zuerst die Dächer legen sollt. Ja? Neu wird gebaut, altes wird renoviert, auch unser Dach zu Hause mit einmal wieder Ziegel drauf. Das ist klar. Dafür haben wir sie, die Dachdecker. Herzlich willkommen auf dem Handwerkerfest Schlappentag, weil das geht ja vor allem den Schützen geben und den Handwerkszünften. Gleich hinter den Dachdeckern eine der wirklich ältesten Erinnerungen, die Zimmererinnerung. Und die Maler sind da! Die malen von außen, von innen alles schön bunt und auch weiß, wenn es sein soll, ja? Und toll, das junge Mädchen, die junge Dame, trägt das Schild von der Zimmererinnerung Hof. Wunsiede, dass der Dachstuhl auch hält, ein Riesenlang, da sind die Zimmerer da. Herzlich willkommen. Da, der hat noch Schaden. Das ist ja lustig. Schaut so, das sind die Zimmerer. Jetzt haben wir die
Dachdecker, die Malerinnung und die Zimmererinnung. Drei der wichtigsten Erinnerungen hier. Und das ist der Riesenschlappen, was das für ein tolles Teil ist. Ja? Schaut es an. Beste Handwerker, sehr schön geschehen hier. Zu dem Schießübungen ein, das ist der Boden, den wir da schulen und Volksbund als Schlappenschützen. Nein, das bezeichnet. Das hat er sehr schön aufgeschrieben. Danke, ihr Jungen, danke den Kindern. So, der PTSV. Oh, ich vermisse ein bisschen die Fleischerinnerung. Wo haben die sich versteckt? Die Fleischerinnerung kommt. Ah, da ist sie. Ja, die kommen noch Wurst. Die machen noch Wurst, genau. Kommen nicht in der Wurst. So. PTSV Hof ist da. Herzlich willkommen auch euch hier auf dem Schlappentag. Ja, die Zimmerstützengesellschaft Andreas Hofer ist gemeinsam mit dem PTSV, dem Postsportverein hier, Vorstand Thomas Ruprecht, die Königin ist Stefanie Puschert und dann gibt es auch noch den Marc Michael. Das ist der Hofer Stammtisch aus München. Die besuchen jedes Mal ein anderes Beisein, ein anderes Wirtshaus, halten jedes Mal woanders ihren Stammtisch ab. Denn jetzt kommen sie auch in die Hofer Gaststuben. Der Münchner Stammtisch. Herzlich willkommen. Denn auch Thorsten Schaumann ist einer von denen, der war ganz vorne im Zug. Thorsten Schaumann, der neue Leiter der Internationalen Hofer Filmtage, gehört auch zu den Stammtischern aus München. Dankeschön, dass ihr die weite Reise angetreten habt. Genießt das kühle Schlappenbier. Und jetzt kommt der glückselig zufrieden. Eine tolle Rede hat er gehalten hier, der Lars. Danke fürs Kommen. Die Delegierten Scheibenschützengesellschaft. Der Vorstand steht hier gleich neben mir, Günther Hortweg. Hat sogar den, wie finden den dritten Platz gemacht? Wahnsinn, Wahnsinn, Günther. Also Sie können nicht nur den Namen tragen, Sie können auch die Scheibe treffen, ja, das ist wunderbar. Der Großmeister Lars Neumann, natürlich, das wissen wir alle. Sieht man ja auch, wie groß der ist, schaut die Schützenkette an. Toll, er hat mehrere Zitronen dabei, weil er kommt heute, glaube ich, sehr spät nach Hause. Ja, und die Künstler. Und die Königin, das ist die Beate Tröger übrigens von den privilegierten Scheibenschützengesellschaften. Auch sie freut sich. Ja, der Fußweg war ein langer Marsch. Und jetzt kommt als letztes die Fußlahmen und die Schönsten unter uns, die es verdient haben, mit der Pferdekutsche und zwei Kaltblütern durch Hof zu traben. Wir sollen euch sagen, lasst euch vom Schlappenbier laden. Da ist auch der Herr Tümmler, Dankeschön. Pegnitz auf der Pferdekutsche. Wir haben Pegnitz schon begrüßt. Freut euch auf einen schönen Schlappentag. Dann noch eine Pferdekutsche, ja? Wir haben schon viele, die bedürftig sind, die eine kleine Reise nur noch mit der Pferdekutsche antreten können. Es ist ja toll, dass ihr mit dabei sein könnt. Bleibt einfach da oben. Man wird euch das Maß dorthin reichen. Und am Ende danken wir natürlich allen, die hier Bereitschaft schieben heute. Die Polizei, die den ganzen Tag aufpasst, dass niemand falsch die Straße kreuzt. Das Rote Kreuz, das alle versorgt, die dann doch ein Bier zu viel getrunken haben. Deswegen passt auf euch auf eure Nachbarn, auf eure Freunde. Feiert diesen Tag und wir sagen Dankeschön und Vivat Hof, Vivat Schlappentag, Vivat Schlappenbier. Das trinken wir jetzt hier. Dankeschön. Und dir, lieber Peter Kampschulde, recht herzlichen Dank für deine Moderation und einführenden Worte. Dankeschön, Günther. Jetzt gehen wir aber einen trinken. Halt mit uns.